das Let's Player Syndrom, sage ich mal. Es macht so gut wie jeder. Kannst du mir was besorgen? So. Aber man ist halt auch als Let's Player sozusagen in Anführungsstrichen in der Öffentlichkeit und muss die anderen Leute auch mit einbeziehen. Sonst klingt das Ganze noch blöder, finde ich. Aber egal. Ist alles Meinungssache. Entweder es passt einem oder es passt einem nicht. Ich trinke mal kurz einen Schluck, während der sich unterhält. Klar, ich bezahle. Ja, wenn man schon eine Stunde 25 am Aufnehmen ist, das hinterlässt schon seine Spuren. Aber ich brauche halt auch wieder Folgen für die kommende Woche. Ab jetzt übernehmen die Corleones. Gehen Sie nach Hause, okay? Du kommst gleich zur Sache, was? Okay, einverstanden. Weil das ist halt so, ich nehme meistens wirklich so für ein, zwei Wochen, nehme ich, wenn ich einmal ein gutes Wochenende habe, manchmal kann ich auch an einem Wochenende gar nicht aufnehmen, wegen Termin oder was weiß ich, was da alles dazwischen kommt. Deswegen ist das gut, wenn ich wirklich mal einen Tag habe, wo ich richtig übertrieben durchsuchte. So, jetzt ist das hier nämlich dran. Ach, die Häuser müssen wir auch noch alle kaufen. Gehört, glaube ich, auch zu Pickups. Das werden wir auch machen. Wir kriegen ja auf Dauer noch genug Geld. Halt, dürfen wir hier reinfahren, ohne dass wir gleich von Cuneos attackiert werden? Ja, doch, können wir. Dann gehört uns Hell's Kitchen ja gleich schon fast. Lustig. Was heißt, gehört uns halt bis auf die Lagerhäuser? Aber Brooklyn gehört uns ja auch schon bis auf die Lagerhäuser. Ich glaube, ja doch, Little Italy gehört uns auch bis auf die Lagerhäuser. Dann gehört das uns ja bald schon alles. Ich würde mich gerne mal umsehen. Okay, aber wenn jemand fragt, sie hatten eine Einladung. Wie immer. Da vorne ist der Mann. Willkommen in meinem Club. Jo, du mich auch. Ich will den Molotow haben. Für ein paar lumpige Dollar garantieren die Corleones die Sicherheit ihres Clubs. Okay, ich zahle. Oh, da ist doch ein Mann. Das heißt, es geht doch runter. Oder? Nö, doch nicht. Dann habe ich mich halt verguckt oder verdacht. Ich dachte, hier wäre noch jemand, mit dem wir Geschäfte machen könnten. Nein, lasst mich doch einfach mal. Ich will doch einfach nur Geld verdienen. New Jersey, das wäre ja auch mal ein Ding, wo wir hinfahren können. Nee, aber ich glaube, Midtown kümmern wir uns als nächstes drum. New Jersey machen wir zum Schluss. Was die normalen Geschäfte angeht. Ich mache jetzt erst nur die normalen Geschäfte. Guten Tag, ich will nur wieder Geld haben. Die möchten ihre Freunde sein. Für ein geringes Entgelt. Ich bin sicher, ihre Freundschaft ist jeden Cent wert. Sauber. Ha, richtig gut. Wie viel wollt ihr denn für euer Teil hier haben? 45.000, auch das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Umso eher wir sie haben, umso besser ist es. So, und hier ist auch kein anderes Geschäft. Also kein illegales. Zack. Die Killerpistole ist jetzt auch mal voll. 140 kann das Scheißteil fassen. Richtig gut. So. Clemens hat vielleicht einen Job für dich. Na, ich will aber keinen Job. Und hier liegen Saturday Night Special Dinger. Ja. Ach ja, der gute Clemenza. Wie oft er schon Jobs für uns hat. So. Ach, sieht alles auf einmal ganz. Sieht viel, viel schöner aus. So, und ich würde auch sagen, fahren wir noch nach. Ach nee, das mache ich einen anderen Mal. Habe ich jetzt erst wieder eine halbe Stunde gezockt. Und dann kümmern wir uns jetzt in den nächsten Folgen um die normalen Geschäfte in Midtown. Boah, meine Herren, sind hier viele Hotels. Werden wir uns, glaube ich, nicht alle leisten können, aber egal. Die können wir uns auch noch sonst im Nachhinein kaufen. Hier hinten ist ein Lagerhaus, hier ist ein Lagerhaus, weil ich das noch richtig in Erinnerung habe. Da oben ist das Anwesen. Sonst war es das hier auch mit Lagerhäusern. So viel sind das gar nicht. Dann haben wir auf jeden Fall das schon mal. In Dings warten noch zwei Lagerhäuser. In Brooklyn, in Little Italy wartet noch eins. Eins, zwei und das Anwesen. Ist machbar. Ist auf jeden Fall machbar. Und
irgendwie gehe ich jetzt doch nach draußen, obwohl ich eigentlich aufhören wollte. Scheiß der Hund drauf. Fahren wir halt jetzt noch nach Midtown und holen uns noch ein paar Geschäfte und speichern dann halt dort hier in dem Haus. Ja, doch, so machen wir es. So, wo sind wir denn? Da. Das heißt, wir müssen uns in die Richtung begeben. Genau, da geht's nach New Jersey und hier geht's halt wieder zurück nach Midtown. Noch sind wir in Hell's Kitchen, aber das ändert sich gleich, schätze ich mal wieder. Ach, wie schön einfach das alles geht. Ohne viel Stress. Den stressigsten Teil haben wir auch, glaube ich, hinter uns. Die Anwesen werden nochmal so eine kleine Herausforderung. Und auch die Lagerhäuser, aber dürfte eigentlich alles kein Problem sein. Mein Herr, meine Herren. So. Nee, noch eins weiterfahren. Und dann nach rechts abbiegen. So. Jetzt müsste hier vorne... Ja, hier vorne ist jetzt die... Oder die Geschäft. Was wollte ich gerade sagen? Hier vorne müsste jetzt die Geschäft sein. Ja, hier ist das Geschäft. Auch wieder ein Blumenladen. Ach, wie schön. Dieser Blumenladen ist nicht sicher. Ich kann das ändern. Verstehen Sie? Ich verstehe. Ich werde zahlen. So. Sauber, keine großen Dings, keine großen illegalen Geschäfte. So muss das sein. Ich mach mal kurz, welche Aufnahmen neu starten, tun sollen. So, und weiter geht es. Aber erstmal hier kurz reingucken. Und hier oben das Bazzini-Geschäft unter die Lupe nehmen. Hier ist wieder auch ein Mordauftragspunkt. Hier steht El Neri. In diesem schönen Central Park oder was das darstellen soll. Kein Schimmer. Machen wir auch alles später. Die Geschäfte sind gerade das Wichtigste. Dann kriegen wir nämlich auf jeden Fall Geld und können hinterher die letzten Sachen kaufen. Dafür mache ich das nämlich jetzt. Für die normalen Geschäfte. Aber wenn wir die schon mal haben, dann haben wir auf jeden Fall ein gutes Grundkapital. Ach du Heiland. Das ist eine dieser schwierigeren Bars. Soll heiß sein. Darf ich rein? Das könnte zwar Ärger geben, aber okay. Viel Spaß. Sauber. So. Bringen wir es hinter uns. Fuck, der Kerl lässt sich nicht so einfach überreden. Das heißt, hier müssen wir Gewalt anwenden. Oh, ist geil. Ist dir sicher? Für ein paar Dollar sorge ich dafür, dass er es bleibt. Mich überzeugst du nicht, Arschloch. Gut, sie haben Gewalt. Zum Mitschreiben. Wenn sie tot sind, nützt ihnen der Club nichts. Kapiert? Sie kriegen ihr Geld. Jede Woche. Mein Freund, du legst dich mit dem Falschen an. So, und hier oben geht's, glaube ich, auch noch weiter. Na, guck mal, keinen interessiert das, was ich gerade gemacht habe. So muss das sein. Und hier vorne ist schon der Nächste. Ich wusste, dass die Corleones irgendwann anklopfen würden. Aber immerhin mussten wir auch keinen Schuss abgeben. Ruhestand genießen. Okay. Einverstanden. Aber ich hoffe, der Deal lohnt sich. Seid doch nicht alle sofort so pessimistisch. Hoffentlich lohnt sich der Deal. Bäh. Ich bin Geschäftsmann und will kein Geld verdienen. Bäh. Meine Güte. Immer die... Nee. Hoffentlich lohnt sich der Deal. Da kriegt man doch schon wieder... Na, das ist nicht so schön. Egal. Ich würde sagen, das hier als Nächstes... So. Es ist mir eine Ehre, Sir. Nehmen wir mal das billige, den billigen Laster. Das ist, glaube ich, auch wieder ein Blumenladen, wo wir jetzt hinfahren. Da waren wir doch mit Clemenza, wo wir Don Stracci, wie man ihn jetzt aussprechen will. So, dann holen wir uns nämlich den Laden noch und ich glaube, dann speichern wir wirklich mal. Weil so langsam geht es doch relativ schnell. Oh, ganz anderes Restaurant. Oh, Kacke. Kennen wir uns?
Sind Sie berühmt? Ja, ich bin der Puppenspieler von Mexiko. Nee, okay. Ich esse wirklich gern hier, aber der Laden ist einfach nicht sicher. Ich möchte Ihnen helfen. Irgendwie bringe ich das Geld schon auf. Oh Mann. Jetzt wird's gut hier. Ich krieg dich, Freundchen. Jetzt wird's nämlich gut. Du wirst dir wünschen, nie geboren. Soll ich raten? Sie sind hier, um ein Angebot zu machen. Du machst einen großen Fehler. Ja, der Mann wird jetzt auch kein Geld haben wollen. Der wird eher nur überleben wollen. Ich hab das abgekriegt. So, mein Freund, jetzt will ich aber auch mal mit dir reden. Ab jetzt oh, wir dürfen ihn doch noch bezahlen. Gehen Sie nach Hause, okay? Einverstanden. Sagen Sie dem Don, er kann sich jetzt auch egal, verlassen. Ob wir sterben. Das mein Freund, lasst es doch. Lasst es doch. Aliotto, ach, davon gibt es auch tausend hier im Spiel. So, und jetzt einfach erstmal woanders hinfahren, dass unsere Gesundheit sich wieder auffüllt. So, das Geschäft hätten wir auch. Dann gehört uns hier alles. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal wieder nach Hause. Dann können wir in den nächsten Folgen hier erstmal alles einnehmen. Das Geschäft und hier oben. Ja, doch, das machen wir dann halt in den nächsten Folgen. Weil dann ist ja auch langsam... Also lange dauert das ernsthaft nicht. Ja, beruhigt euch, Cuneus. Nee, lange dauert das ernsthaft nicht. Jetzt auf jeden Fall nicht die Geschäfte. Lagerhäuser, gut. Schaffe ich vielleicht, glaube ich, auch zwei in einer Folge. Oder wenn nicht sogar mehr. Oh, das dauert keine 60 Parts, wenn ich mich nicht ganz dumm anstelle. Ist aber die Geschäfte, die gehen locker von der Hand. Das sieht man ja. Aber die großen Sachen... Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So. Nach oben... Ach ja, das ist ja das Haus, wo keine Waffen drin sind. Das war ja nur unsers mit Frankie. So, dann speichere ich hier und verabschiede mich jetzt erstmal für dieses Mal. Und ja, bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play der Pate. Tschüss!